Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von Super Mario World. In dem letzten Part habe ich euch ja hier schon einige Geheimnisse gezeigt, wie man halt zur Sternstraße kommt, wo der Schalterpalast ist und. Wir werden nun heute den Level, das Donut-Geisterhaus, werden wir heute erstmal abschließen. So, also nicht nur heute, den werden wir jetzt abschließen. Das dauert ja auch nicht so lange. So, was steht denn hier eigentlich? Das ist ein Buhu-Spukhaus. Findest du den Ausgang? Verlauf dich nicht. Okay, dich nimm mal bei Wort. Da sind wir erstmal die ganzen coolen, schönen Münzen mit. Jetzt gehen wir einfach mal durch die Tür. Das ist ja noch nicht so dramatisch. So, was haben wir denn hier? Eine Tür. Gehen wir mal rein. So, was ist denn hier drin? Ein P-Switch. Drücken wir mal drauf. Ein Pfeil. Da ist eine Tür. Gehen wir mal rein. Okay. Ah ja, hier gibt es wieder Münzen, die man sich selbst lenken kann. Okay. So, die nehmen wir jetzt mal mit. Gibt es hier oben eigentlich was? Nix. Hier ist nichts zu holen. So, das war also nicht der richtige Weg. Jetzt machen wir so. Jetzt dotzen wir hier gegen. Aktivieren den P-Switch. Gehen nochmal durch die Tür. Zack. Dotzen hier gegen. Und eine Kletterpflanze kommt raus. Juhu. So, dann können wir nämlich durch diese Tür hier gehen. Und das ist auch der reguläre Ausgang. Wir haben es mal wieder geschafft. Ja. Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Weiter und speichern. Hier runter, das hatte ich euch ja schon gezeigt. Da geht es hier durch die Röhre. Das habt ihr im letzten Part gesehen. Jetzt gehen wir hier rein in die Donut-Ebene 3. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unbedingt absegeln. So, hier gibt es eine Feder zu holen. So. Zack, Yoshi-Münze. Ja, Yoshi kann mit dem blauen Panzer fliegen. Leider aber auch nur eine begrenzte Zeit. Also leider nicht unendlich lang. Ja, sonst könnte man den Level ja ohne weiteres überfliegen. Das möchten wir ja auch nicht. Ich möchte euch ja was zeigen. Bringt ja nichts, wenn ich euch bloß ein bisschen was zeige. Was haben wir denn hier? Du kannst die Kamera durch die Schulterknöpfe links und rechts, nach links bzw. nach rechts verschieben, um voraus oder zurück zu blicken. Okay. Zack. Ah ja, ich halte jetzt mal rechts gedrückt. Und links. Ah ja, alles klar. So, wollen wir mal wieder normal haben. Einfach ein paar Meter laufen. Ein paar Zentimeter. Und dann wird alles wieder normal. Wo kann man sich einen kleinen Ausweg machen? Aus. An. Das haben sie schön übersetzt. So. Die Fuzzis, man sollte sich nicht von denen treffen lassen. Und man kriegt die eigentlich auch nicht kalt. Ich glaube, Yoshi kann die wegsnacken. Nee, auch nicht. Also, ja, Vorsicht. So, hier gibt es noch eine Feder. Wir gehen aber hier oben lang, weil hier oben gibt es noch ein kleines Secret. Und nicht was, hier gibt es noch eine Drachenmünze. Yoshi wird gleich in den unmittelbaren Tod stürzen. Ja, sehr schön. Dann nehmen wir zu Papa. Böp. Böp. Na gut, dann nicht. Dann eben nicht. So. Jetzt hier rauf. Schön aufpassen, schön aufpassen, schön aufpassen. Was gibt's denn hier? Auch nur ein Lebenspilz. Ach nö. Brauchen wir nicht. 22. 46. Ja, rechnen kann er auch. Sehr gut. Haben wir dieses auch geschafft. Ab in die nächste Welt. Donut Ebene 4. Tada. So, was erwartet uns denn hier? Wenn Yoshi diese gelben Panzer einsammelt, dann macht er sowas wie eine Art Erdbebenattacke. Also man sieht, Yoshi ist sehr vielseitig in seinen Funktionen. Nicht nur ein Yoshi. Also nicht nur ein Marmaladino. Nein. Versteckte Talente. So, was gibt's denn hier zu holen?
Lauter Röhren, die sich bewegen. Oh je. Muss aufpassen. Schmale Röhren, breite Röhren. Okay. Wahrscheinlich brauchst du eine kleine Abkürzung oder so. So, die hier. Und wenn man sich unter den stellt und die andutzt, dann kann man die killen. Und dann eben auch beseitigen. So, was macht ihr denn hier? Zack, 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 zack. Zack, weg mit euch. Das sind Galumbas, ja? Das sind keine Gumbas. So, da, 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 da. Hier können wir auch wieder reingehen. Was gibt's? Münzen und jede Menge Koopas. Okay. Halten wir uns nicht allzu lange auf. Da, da. Hier ist ein Checkpoint. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier hätten wir wieder einen Apfel für Yoshi. Zack, weg mit dir, du. Komm, geh zu deinen Freunden. Na, wirst du wohl? Hier ist Yoshi. Yoshi. So, jetzt haben wir schon 4 von diesen Münzen. Hier verbrauchen wir eigentlich nichts. Ja, Yoshi kann die Hämmer schlucken. Dann, dann. Auch die Galumbas auffuttern. Wie gesagt, er ist ja eine Masat. Ein kleiner Vielfraß. Ja, ich bin ich. Aufpassen, immer schön aufpassen. Na, willst du keinen Apfel? Nö. Vitamine. So, Galumbas schmecken besser. Ist mir klar. So, weg mit dem. Dann können wir auf den sein komisches Fliegegefährt hier. Und durchs Ziel. Oh, kein Bonus. Macht ja nichts. Da haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Aber wir sind immer noch in der zweiten Welt. Naja, gut. Mortensburg. Na, das kriegen wir doch auch hin. Ja. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass die diese komischen Dinger uns hier nicht treffen. Wenn wir jetzt hier gelingert haben, einfach Anlauf nehmen und so schnell wie möglich nach oben. Das ist, glaube ich, das Beste. Da. Käppi ist schön hier. Das nehme ich auch direkt. So. Die können wir nicht wegbashen. Bisschen aufpassen. Da, 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 da. So, wir können nämlich diese Koopas hier, diese Knochen-Koopas, können wir nämlich mit dem Käppi wegmachen. Wenn wir nur drauf springen, dann bleiben sie zwar liegen, aber stehen wieder auf. Na, komm schon. Zack. Immer dieses Warten und Warten und Warten. Aber wir wissen ja, wofür es lohnt sich. So, jetzt werden wir den hier wieder wegmachen. Zack. Jetzt haben wir wieder dieses Sprungding hier. Trampolin. Legen es hier hin. Holen uns jetzt die Münzen hier oben. Müssen wir nicht, ja. Also müsst ihr nicht. Aber, hey, wir versuchen alles mitzunehmen. Zip. Da, da, da. Wenn ich schon Let's Play mache, dann versuche ich es richtig zu machen. Da, da, da. Zack. So, jetzt kommen hier links gleich noch ein paar Ebenen raus. Damit kommen wir nach oben. Jetzt machen wir mit dem Cape den hier weg. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen. Sonst wird es nämlich verdammt enge. Zack, weg mit euch. Ich weiß nicht, kommen die jetzt runter? Nee, die kommen jetzt nicht runter. So, und jetzt hier rauf und ebenfalls wegbashen. Und hier rauf, hier hoch, hier durch, hier drunter. Darin. Zack, zack. Durch den grünen Schalterpalast haben wir uns jetzt hier eine kleine Brücke gebaut. Kann nicht schaden, kann nicht schaden. So, jetzt machen wir den hier auch noch weg.
holen wir uns jetzt hier die Feder. Zup. Sehr gut. Und gehen zum Morten. Sieht ja lustig aus. Dreimal auf den Kopf springen. Das reicht schon. Er klettert hier an der Decke lang. Lässt sich einfach über uns fallen. Das ist ganz schön böse. Zack. Sehr schön. Dreimal gebasht. Welches auch. Damit haben wir die zweite Welt erfolgreich und zu 100% abgeschlossen. Ist das nicht schön? Ja. Danke sehr. Boom. 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 Auch Schloss 2 mit samt Morten Cooper Junior Geschichte. Auf zur Untergrundkuppel. Welche Fallen werden dem Helden Mario erwarten? Und was wird aus Prinzessin Toadstool? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Was wird uns erwarten? Let's go in Welt 3. Speichern. Vanille Dom 1. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Auch hier gibt es Secret Way. Hat der einen Hunger, meine Güte. Ja, also mit Yoshi ist man hier wirklich gut bei. Weil er einen wirklich so schön den Weg freiräumt. Ich halte mich gar nicht auf mit diesen Münzen da. Zack, den Pilz will ich auch nicht. So, hier kommen wir hin, wenn wir den nächsten Schalterpalast aktiviert haben. Dazu später mehr. So, jetzt gehen wir mal hier lang. So, jetzt haben wir hier eine kleine... Genau, jetzt haben wir uns diesen Stern und geben Gas. Nur rennen, 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 springen, rennen, rennen, rennen. Sonst schafft man es nicht. Es ist einfach so knapp kalkuliert. Jetzt holen wir uns hier mal den Checkpoint. Die Münzen. So, weg mit dir. Ach, Kleiner, du hast so Hunger. Da, da, da. Zack, zack. Weggesnackt. Naja, gut. Das hätte jetzt nicht sein gemusst. Ist egal. Aber für später was. Hier haben wir wieder einen Schalterpalast gefunden und uns damit eine sichere Brücke geschaffen. Ja, ich weiß, ich lasse dich nicht mehr im Stich. Das ist gelogen. Nö, die Münzen hole ich mir jetzt nicht. So, man kann aber, wenn man vorsichtig ist, jetzt hier lang gehen. Wenn man die Panzer zu lange im Maul behält, ohne dass man irgendetwas tut, dann, ja, das ist jetzt auch witzlos, glaube ich. Also ein bisschen. So, jetzt können wir versuchen. Na, immerhin. 40 Sterne. Besser als gar nichts. Bam. So. Weiter geht's. Vanille Dome 2. Fisch, ey. Zup. Na, ich wollte da freschen. Na gut, dann nicht. Ja, Yoshi kann auch schwimmen. Guck mal. Guck mal, wie schön er das kann. Und tschüss, Yoshi. Zack. So, jetzt werden wir hier mal lang gehen. Die können wir hier mit unseren Feuerbällen leider nicht wegbashen. So, jetzt nehmen wir uns diese Münze hier. Machen die Fische erstmal zu Fischstäbchen. Ja, die Feder können wir zurück. Das ist gut. Da. Jetzt aktivieren wir hier diese Blume hier. Ganz toll. Und hier hoch. So, jetzt macht man den erstmal weg. Jetzt nimmt man sich den P-Switch mit. Hier kriegt man Nachschub. Weg. Aktivieren. Hier rüber.
und hier runter. Holt sich dann hier den Schlüssel, geht wieder ein Stück zurück und hier runter. Und dann kommt man zum Geheimnis. Na? 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 Das ist ein Scheiterpalast. So, der kann uns mal hier alle wegwischen. Zack, 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 zack. Da ich jetzt leider schon einen weggemacht habe, kriegen wir kein Leben mehr dafür. Und durch die Mitte. Also es ist immer was anderes, ne? Von Scheiterpalast zu Scheiterpalast variiert es halt auch. So, den Text kennen wir schon. Zauber, bla bla bla, Dingens, speichern, fertig. Weiter geht's. So. Dann gehen wir jetzt weiter und speichern. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück in den Vanilledom 1. Zuck. Was ist da? Was nützlich ist dran? Dazu später mehr. Jetzt holen wir uns erstmal diesen blöden Panzer hier mit, damit wir die erstmal wegbashen können. Genau. So, mit dem Cape geht das auch ganz gut. Naja, gut. Ein Pilz ist besser als gar nichts. Ist jetzt auch nicht so dramatisch, da wir ja jetzt hier rauf können. Und die Ranke nehmen. Und ein Secret freigeschaltet haben. Damit wäre dieses auch vom Tisch. Vanille-Geheimnis 1. Dazu kommen wir später. Jetzt machen wir erstmal Vanille-Dom 2 fertig. Jetzt gehen wir den regulären Weg. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Blume. Okay, das ist okay. Das ist völlig okay. Zack, 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 zack. Ab, ab. Da, da, da. So. Dang. Jupp. Was wir kriegen, nehmen wir mit. So. Da, 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 da. Mist, damit ist die Feder weg. Ist jetzt nicht so schlimm. So, dieser Chuck macht uns den Weg frei. Und nimmt uns auch gleich unsere Blume weg. So, hier kriegen wir aber. Uah! Okay, dich muss ich wohl beseitigen. Ein Stern! Das ist auch nicht schlecht. Zack, zack. Einfach durch die Mitte. Uah! Das, das war jetzt mehr Glück als Verstand. So, und Bonus Time! Yes! Gut, gut. Was brauchen wir denn, die Blume? Was kriegen wir an euren Stern? Das ist immer Glückssache, ja. Also man kann echt Glück haben, man kann echt Pech haben. Immerhin 3 Leben. Besser als gar nichts. Wir haben ja nur 44 Leben. Yes. Da, 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 da. Ja, damit haben wir das jetzt auch erledigt. Der Part ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.